Hier geht es auf französischen Straßen zu. Dort herrschen rauere Sitten, es wird vornehm ausgedrückt, ein flotter Stiefel gefahren. In den letzten Wochen nahm das Chaos in Frankreichs Straßenverkehr sogar noch zu. Oft null Disziplin, Verkehrskontrollen und Strafzettel wurden einfach ignoriert. Der Grund? Frankreich bekommt heute einen neuen Präsidenten und der wird traditionell als eine der ersten Amtshandlungen eine Amnestie für kleinere Straftaten veranlassen. Mit dem Grand Pardon hatte einst Charles de Gaulle angefangen. Und auch alle seine Nachfolger haben bisher zum Amtsantritt großzügig Gnade vor Richter gehen lassen. Wenn heute Abend aller Voraussicht nach wieder Jacques Chirac zum Präsidenten gewählt ist, dann wird es also wieder eine Amnestie geben, dann wird es aber auch mit der Narrenfreiheit für Verkehrs- und andere Sünder erstmal vorbei sein. David Picard über die französische Präsidialamnestie. Mitten im Beaujolais liegt Villefranche-sur-Soane. Es herrscht Verkehrschaos in der sonst so verschlafenen Kleinstadt. Seit einigen Wochen schon kaum noch ein Durchkommen auf den Straßen. Grundlegende Verkehrsregeln scheinen außer Kraft gesetzt zu sein. Dieses Auto parkt in zweiter Reihe mitten auf der Straße. Dem Fahrer ist es offensichtlich völlig egal, dass er von einem Polizisten aufgeschrieben wird. Er setzt sich einfach ins Auto und fährt davon. Ein Affront gegenüber den Beamten. Die Leute respektieren einfach gar nichts mehr. Eine Polizei, der die Hände gebunden sind, Verkehrsregeln, die keiner mehr beachtet. Was ist los in Frankreich? Es ist die Präsidentenwahl. Jeder weiß, dass es danach wohl eine Strafamnestie geben wird. Und da fallen vor allem die Verkehrssünder drunter. Das wird ausgenutzt. Ja, das ist die Amnestie. Da zahlt doch keiner mehr fürs Parken. Ich finde das okay. Es geht ja nur um die kleinen Sachen wie Falschparken und so. Für uns ist es gut, wenn wir die Strafzettel nicht bezahlen müssen. Für den Straßenverkehr allerdings nicht so sehr. Nur noch 1.000 Euro statt normalerweise 8.000 nahm die Stadtverwaltung von Villefranche in der ersten Aprilwoche mit ihren Parkscheinautomaten ein. Der Bürgermeister entschied daraufhin kurzerhand, auf Parkgebühren ganz zu verzichten. Allerdings nicht als Ausdruck der Resignation. Ich wollte damit gegen diese französische Tradition der Präsidentenamnestie protestieren. Sobald der neue Präsident im Amt ist, hebt er alle Strafzettel auf, die während des Wahlkampfes geschrieben wurden. Das wissen die Leute natürlich schon vorher. Amnestien nach der Präsidentenwahl haben in Frankreich Tradition. De Gaulle und alle späteren Präsidenten der 5. Republik wollten damit die Nation einen. Innere Spannungen aus dem Algerienkrieg, dem Gewerkschaftskampf und dem Unabhängigkeitsstreben der Insel Korsika sollten bereinigt werden, indem der Staat im öffentlichen Interesse der Republik auf die Verfolgung der daraus resultierenden Straftaten verzichtete. An der Universität von Lyon treffen wir Thierry Denard. Als Professor für Staatsrecht sieht er die Amnestie in der Tradition der französischen Monarchie. In Frankreich handelt es sich bei der Amnestie um eine althergebrachte Maßnahme, die es schon vor der 5. Republik gab. Sie entspricht in etwa den Feierlichkeiten, welche in früheren Zeiten die Krönung eines neuen Königs begleiteten. Heute stellt sie eine Art Belohnung dar, die man den Bürgern gewährt. Doch nicht alle sehen die Präsidentenamnestie als sympathisches Relikt der Monarchie. Ich finde, es ist eine völlig überholte Tradition. Wir verlangen von den Leuten, sich an die Regeln dieses Landes zu halten. Gleichzeitig sagen ihnen die Präsidentschaftskandidaten, macht, was ihr wollt. Michel Gonon engagiert sich im Verein gegen Gewalt im Straßenverkehr. Auch für sie steht der Kampf gegen die Amnestie an erster Stelle. Wenn eine Person bei einem Verkehrsunfall jemanden fahrlässig tötet oder schwer verletzt, dann wird sie dafür verurteilt. Man kann sie dann doch nicht einfach freilassen, nur weil es eine Amnestie gibt. Für das Opfer gibt es auch keine Amnestie. Bei der letzten Amnestie kamen auch Verurteilte frei, die tödliche Verkehrsunfälle verursachten. Wir haben die Präsidentschaftskandidaten angeschrieben und ihnen gesagt, dass wir gegen diese Amnestie sind. Man kann nicht einfach sagen, Schwamm drüber, nur weil Präsidentenwahlen stattfinden. Wir leben doch in einer Demokratie. Da steht es einem Einzelnen nicht zu, Straferlass für andere zu gewähren. Das wäre ja wie in einer Diktatur. Das ist nicht akzeptabel.
Tatsächlich steckt hinter der Präsidentenamnestie eine Funktionsuntüchtigkeit der französischen Justiz. Selbst das Ministerium gibt zu, dass in Frankreich nur 2 von 3 Gefängnisstrafen vollstreckt und 20 bis 30% der Ordnungsgelder eingetrieben werden. Hintergrund: eine rapide Zunahme der Straftaten und die Unterbesetzung der Justiz. Die Amnestie dient somit auch dazu, unbearbeitete Akten verschwinden zu lassen und überfüllte Gefängnisse zu entlasten. In der Justizpolitik sollte man nicht nur einfach auf die Kosten schauen, sondern man muss vielmehr die Werte und Prinzipien verteidigen und dafür sorgen, dass Gesetze auch strikt eingehalten werden. Aber das ist bei uns zurzeit einfach nicht der Fall. Unsere Haushaltsmittel sind knapp und wir können unsere Aufgaben nicht mehr voll erfüllen. Die Amnestie legalisiert letztlich nur, was schon längst juristischer Alltag ist. 1 von 3 Strafen kann heute nicht mehr vollstreckt werden. Während des Wahlkampfs hat sich ein Stimmungsumschwung in der Bevölkerung vollzogen. Immer mehr Franzosen verlangen nach Sicherheit und Ordnung. Dies betrifft auch die Präsidentenamnestie. Inzwischen wird sie schon von rund 60% der Bevölkerung abgelehnt. Die Leute wählen doch nicht einen Präsidenten, nur weil der eine Amnestie erlässt. Die Amnestie trägt nur dazu bei, dass sich die Leute noch weniger an die Spielregeln Frankreichs halten. In der ersten Wahlrunde erhielten die Kandidaten der etablierten Parteien eine deutliche Abfuhr. Ob es wirklich ein Amnestiegesetz gibt, wird das Parlament in frühestens 2 Monaten entscheiden. Nun ein Blick ins Land von Heidi, in die Heimat der glücklichen Kühe, des Käses und der Schokolade.